So, okay. Wir schauen uns jetzt mal die Verkettung von Achsenspiegelungen näher an. Und dazu habe ich hier mal ein Werkzeug geöffnet, das einem dabei hilft, solche Situationen zu untersuchen. Dieses Werkzeug heißt GeoGebra, das steht hier oben, GeoGebra. Und das ist frei im Internet verfügbar. Also, das können Sie sich auch runterladen. Das können Sie sich auch runterladen und selbst damit experimentieren. Und die Benutzung ist relativ intuitiv. Also man muss jetzt keine Schulung kriegen darin, das zu verwenden, okay, sondern man muss es jetzt vielleicht einmal gesehen haben und dann kann man es relativ einfach benutzen. So. Also hier haben wir, sieht man schon, ein Koordinatensystem. Ne? Hier haben wir eine Ebene. So, in der ein Koordinatensystem liegt und jetzt können wir hier geometrische Konstruktionen anfertigen. So, und was kann man machen? Jetzt schauen wir mal hier oben. Also hier oben gibt es jede Menge Werkzeuge. Zum Beispiel hier sieht man, kann ich eine Strecke zeichnen. Ne? Jetzt klicke ich hier mal drauf, klicke auf einen Punkt und jetzt sieht man, aha, jetzt kann ich hier den zweiten Punkt setzen und habe eine Strecke konstruiert. Okay, das haut einen jetzt noch nicht so richtig vom Hocker. Was man aber jetzt machen kann, ist hier mit dem Bewegepfeil hier die einzelnen konstruierten Objekte zu verschieben. Und man sieht jetzt hier, ich habe die Punkte A und B ja gesetzt und die Strecke, die hängt ab von den Punkten A und B. Ja, die Strecke ist so ein abhängiges Objekt, die Punkte A und B sind unabhängig. Das heißt, ich kann jetzt hier die Punkte A und B verschieben und das abhängige Objekt, nämlich die Strecke, die verändert sich mit. Aber was kann ich zum Beispiel jetzt hier noch machen? Ich könnte mal hier einen neuen Punkt setzen oder, also hier sind diese ganzen Punktwerkzeuge, Mittelpunkt. Ja? Mittelpunkt von A und B. A, das ist der Punkt C. Und jetzt kann ich hier Punkt A wieder verschieben und B. Und Sie sehen, C bleibt der Mittelpunkt von A und B. Ja? C kann ich nicht verschieben. Den kann ich hier, kann ich machen, was ich will, da passiert gar nichts, weil C ja von A und B abhängt. Okay, C ist ein abhängiges Objekt. Also A und B kann ich verschieben. So, machen wir das mal hier rückgängig wieder. So, okay. Jetzt wollen wir mal so eine Achsenspiegelung simulieren. Ja? Das kann man auch machen. Dazu brauchen wir erstmal eine Achse, eine Spiegelachse. Und Spiegelachsen sind Geraden. Jetzt gucke ich mal hier in dieses Werkzeug, in diesen Werkzeugkoffer rein. Da haben wir nicht nur Strecken, da haben wir auch Gerade durch zwei Punkte. So, machen wir hier mal so eine Gerade hin. Jetzt kann ich an dieser Geraden spiegeln. Was wollen wir mal spiegeln? Dreieck bietet sich an. Hier kann man so viel Vielecke konstruieren. Nehmen wir mal ein, machen wir mal ein Dreieck. So, da muss ich jetzt wissen, wie man das macht. Also ich klicke jetzt mal nacheinander die ganzen Punkte an. So. Und jetzt würden wir einen vierten Punkt konstruieren. Wir wollen aber ein Dreieck. Das heißt, ich klicke jetzt nochmal auf den ersten Punkt. Und dann wird das Vieleck geschlossen. Ich habe hier ein Dreieck konstruiert. Okay. Jetzt schiebe ich nochmal die Gerade ein bisschen näher ran, weil wir ein bisschen mehr Platz brauchen. Ja, so. Jetzt möchte ich hier dieses Dreieck an der Geraden spiegeln. Jetzt gibt es hier oben ein Werkzeug, dieses hier. Spiegle Objekt an Gerade. Das können wir mal machen. Ja. Ich klicke jetzt auf dieses Objekt und auf diese Gerade und habe das Objekt gespiegelt. Das heißt, das ist schon mal sehr viel einfacher, als auf dem Papier zu zeichnen. Da müsste man jetzt hier messen und so weiter. Hier kann man einfach sagen, Spiegel an Gerade und man hat gespiegelt. Das Schöne an GeoGebra oder an jedem dynamischen Geometriewerkzeug ist, dass es dynamisch ist. Deswegen heißt es dynamisches Geometriewerkzeug. Ich kann jetzt hier wieder mit dem Bewegepfeil, kann ich Dinge ändern und schauen, was passiert. Okay? Also wenn ich E jetzt verschiebe, sieht man, was passiert. Ja? Kann sogar hier rüberschieben. So.
kann D verändern. Ja? So. Und ich kann jetzt hier auch die Gerade verändern. Ja? Und, na gut, das hätten wir uns jetzt auch noch selbst vorstellen können. Na, was passiert jetzt hier, wenn man die Gerade verändert, wenn man dann A dreht, dann wird entsprechend die Geradenspiegelung natürlich eine andere sein. Und ja, das verhält sich exakt so, wie man es sich vorstellen würde, oder? Also da überrascht einen jetzt nichts so richtig dran. Okay. So. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir wollen ja Achsenspiegelungen verketten. Ja? Und jetzt verketten wir mal die Spiegelung an dieser Geraden mit der Spiegelung an einer zweiten Geraden. Und zwar machen wir vielleicht die Gerade erstmal parallel dazu. Ja? Also ich will jetzt eine parallele Geraden zu dieser Geraden machen. Sagen wir mal, irgendwo erstmal einen Punkt hin. Nehmen wir vielleicht mal diesen Punkt hier, da. Ich will eine parallele Gerade zu dieser Spiegelachse hier machen, und zwar durch den Punkt F hindurch. Ups. Da gibt es hier Tools zu, unter diesem Koffer hier, senkrechte Gerade, parallele Gerade. Okay. Also, zu dieser Geraden eine Parallele durch diesen Punkt. So. Jetzt habe ich hier eine Parallele, ne? Das merkt man, wenn ich jetzt A verändere, verändert die sich parallel mit. So. Okay, jetzt spiegeln wir mal. Wir wollen ja verketten. Ja, also erstmal an dieser Achse spiegeln, dann an dieser. Jetzt haben wir dieses Objekt hier, das Dreieck 1, an dieser Geraden gespiegelt zum Dreieck 2. Und jetzt spiegeln wir das Dreieck 2 an dieser Geraden zum Dreieck 3. Ja? Also Spiegel, Objekt an Gerade. So. Und jetzt schauen wir uns mal die verkettete Abbildung an. Das bedeutet, die verkettete Abbildung anzuschauen, wir wollen das Ursprungsdreieck auf das Enddreieck abbilden. Um was für eine Abbildung handelt es sich, wenn ich dieses Dreieck auf dieses hier abbilden will? Wer sieht's? Ich habe an zwei Achsen gespiegelt, ja, und jetzt packe ich mal beides zusammen. Vergesst das in der Mitte und will nur schauen, wenn ich das linke auf das rechte abbilden will, was ist da zu tun? Wer sieht's? Ja? Scheint eine Verschiebung zu sein, ne? Sieht so aus, als wäre C auf C' verschoben worden, D auf D' und E auf E'. Einfach dieses Dreieck hier rüber geschoben. Könnte eine Verschiebung sein, ja? Aber man kann es auch spiegeln an der Mitte der beiden Geraden. Aha, nee, auch nicht. Ne? Geht nicht, genau. Zu spiegeln geht nicht, weil dann würde ja C hier rechts nehmen. Dann würde ja die Orientierung andersrum sein. Ne? Genau. Okay, also, scheint eine Verschiebung zu sein. Ne? Okay, vielleicht haben wir ja gerade einen blöden Fall erwischt, wo das so ist. Kann ja sein, dass es jetzt zufällig ein Fall ist, bei dem die Spiegelung an zwei Achsen, die parallel sind, eine Verschiebung sind. Und jetzt kommt der Vorteil von dynamischer Geometrie. Jetzt kann man ein bisschen explorieren. Na, jetzt kann man die Situation verändern und schauen, ist das immer so oder vielleicht auch nicht. Also was wir jetzt machen können, ist beispielsweise hier mal A, also die Lage der Geraden verändern, ne? Sieht die Abbildung von da nach da immer noch nach einer Verschiebung aus? Irgendwie schon, ne? Machen wir es mal so. Mal ganz krass. Ja? Erst wird hier daran gespiegelt, dann lande ich hier drüben. Und jetzt wird das wieder hier ran gespiegelt, dann lande ich hier. Ist das eine Verschiebung? Scheint so zu sein, ne? Okay, und egal was wir jetzt tun,
Es scheint so zu sein, wenn wir diese Geraden hier verändern, vielleicht kann ich das mal machen, ja, das scheint immer eine Verschiebung zu sein. Dieses Dreieck auf dieses ist wieder eine Verschiebung. Okay, ich mache mal Folgendes. Ich mache mal hier ein neues Fenster. Ich mache mal eine andere Konstruktion, bei der man noch ein bisschen mehr sieht. Und zwar möchte ich die beiden Achsen so konstruieren, dass ich deren Abstand bestimmen kann. Das konnte ich gerade nicht so richtig gut machen. Das mache ich jetzt nochmal neu. Dazu brauche ich eine kleine Hilfskonstruktion. Die überlegt man sich vorher, weil man schon ein paar Mal durchdacht hat. Also da kommt man jetzt nicht so von selbst drauf. Ja. Und zwar konstruiere ich mir hier mal einen ich mache mal Folgendes. Ich mache hier kann man Schieberegler machen. Schauen Sie mal hier oben Schieberegler. Das zeige ich Ihnen gleich mal, was das macht. Den Schieberegler, den nenne ich mal R. Und der geht in Schritten von 0 bis 5. Okay. So. Jetzt habe ich hier einen Schieberegler und diesen Regler kann ich auch bedienen. Ne? Hier kann ich R einstellen mit bestimmten Werten. Okay. So. Jetzt mache ich hier mal konstruiere ich mal einen Kreis mit Mittelpunkt und Radius. Den setze ich einfach mal hier unten auf die Achse und sage, der Radius, der soll R sein. Ich habe jetzt hier einen Radius, einen Kreis mit dem Mittelpunkt A und Radius R. Und Sie sehen, wenn ich jetzt hier den Schieberegler bediene, dann kann ich jetzt den Radius von dem Kreis einstellen. So. Okay. Verschiebe ich nochmal den Punkt. Mal hierhin. So. Jetzt konstruiere ich mal die Schnittpunkte des Kreises mit der Achse. So, jetzt habe ich die Schnittpunkte mit der X-Achse. Kann ich immer noch schön größer und kleiner machen, ne? Und jetzt konstruiere ich mal die senkrechten Geraden durch die Punkte auf die Achse. So. Ich kann mir überlegen, ob ich das will. Das will ich so haben. Jetzt kann ich hier nämlich die Abstände der beiden Achsen verändern und, was ich vorher nicht gut konnte, genau das war der Punkt, das konnte ich vorher nicht gut, ich kann jetzt die beiden Achsen auch parallel verschieben. Ja? Ich kann jetzt die beiden Achsen mit dem gleichen Abstand parallel verschieben. Das ist mir vorher nicht so gut gelungen. So. Jetzt kann man Folgendes machen, pass auf, jetzt mache ich den Kreis mal weg. Den kann ich auch verstecken. Und die Achsen, die kann ich auch verstecken. Und jetzt sieht kein Mensch mehr, wie ich das konstruiert habe. Ja? Super, oder? Da können Sie Leute voll foppen. Wie hast du das gemacht? Ja, verrate ich nicht. Okay, so. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich konstruiere mir wieder ein Dreieck. So. Und spiegele das an der ersten Geraden. Und das Dreieck spiegele ich an der zweiten Geraden. So. Jetzt haben wir wieder unsere Konstruktion. Wir spiegeln an zwei parallelen Geraden. Das erste Dreieck landet letztlich auf dem dritten Dreieck. Gucken wir mal, scheint es wieder eine Verschiebung zu sein? Scheint so zu sein. Ne? Jetzt ist mal spannend zu schauen, wovon hängt denn diese Verschiebung ab? Was würden Sie denn vermuten, was passiert, wenn ich den Radius größer mache oder den Abstand der beiden Geraden größer? Was vermuten Sie, was passiert mit der Verschiebung?
Was passiert mit der Verschiebung, wenn ich den Abstand zwischen den Achsen jetzt größer mache? Was meinen Sie? Ja? Die Verschiebung größer. Das heißt, wenn ich den Abstand größer mache, was passiert dann mit dem rechten Dreieck? Weiter nach rechts. Wie kommen Sie da drauf? Warum wird dann der Abstand größer von f zu f2'? Ja? Ja? Okay, wenn ich jetzt nur diese Gerade hier nach rechts schiebe, ne? Ja, dann wird dieser Punkt noch weiter nach rechts. Okay, jetzt habe ich es allerdings so konstruiert, dass auch diese gleichzeitig nach links geschoben wird, ne, wenn ich den Abstand größer mache. Sie haben recht, wenn man nur diese Gerade betrachtet. Wenn ich die jetzt nach rechts schieben würde, ne, dann würde f' weiter rechts landen auf f2, wäre f2' weiter rechts. Jetzt verschiebe ich aber auch gleichzeitig die nach links, ne? Der Abstand hier unten habe ich einen Kreis eigentlich, dessen Radius ich größer mache. Jetzt verschiebe ich auch diese hier nach links. Ja? Ja? Der Abstand zwischen f und f' wird kleiner. F2' wird an der gleichen Stelle bleiben, meinen Sie? Also der Abstand wird dann zwar hier zwischen kleiner, aber dann macht... Der Abstand zur zweiten Spiegelachse ist größer. Was bedeutet das dann? Weiter weg. Naja, es ist doch, wenn ich nur diese nach links bewege, dann landet f' weiter links und dementsprechend f2' weiter rechts. Ja? Also selbst dann landet f2' weiter rechts. Wenn ich diese Achse nach links verschiebe, dann ist f' weiter links und demnach f2' weiter rechts. Und wenn ich dann gleichzeitig die auch noch nach rechts verschiebe, dann landet f2' noch weiter rechts. Ne? Also das scheint wohl so zu sein. Schauen wir mal, ich mache mal den Abstand größer. Das können wir jetzt überprüfen. Ich mache den Radius größer und Sie sehen, ah ja, die Verschiebung wird größer. Ne? Genauso wie wir es vermutet hatten. Wenn ich den Abstand kleiner mache, dann wird die Verschiebung kleiner. Okay. Das heißt, die Verschiebung, also die Entfernung der Verschiebung, scheint abzuhängen von der Entfernung der Geraden zueinander. Was hat denn die Lage der Geraden für eine Bedeutung? Jetzt würde ich mal gerne Ihre Vermutung hören. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier unten mit dem Punkt A, mit dem Mittelpunkt dieses versteckten Kreises, die beiden Geraden einfach mit dem gleichen Abstand verschiebe? Was passiert dann? Wenn ich jetzt hier unten an A nehme und die Geraden einfach nach rechts oder nach links verschiebe? Was passiert dann? Was würden Sie vermuten? Was passiert dann? Kann man sich kaum vorstellen, ne? Ja? F' zu F2' müsste gleich bleiben. Warum das? Bitte? Ja. Nee, ich verschiebe die Gerade. Der Abstand zwischen welchen Punkten wird nicht verändert? Ja, das weiß man nicht, oder? Also, die Bilder, wo landen denn die Bilder, wenn ich jetzt die beiden Geraden verschiebe? Nach rechts. Geht auch nach rechts. Eben haben Sie gerade gemeint, bleibt beim Platz. Ich ärgere Sie jetzt ein bisschen, ne?
Was geht nach rechts? Was bleibt am Platz? Alles nach rechts. Zwischen F und F2' wird der Abstand größer. Weil zwischen F und F' der Abstand größer wird. Der Abstand zwischen F' und F2' bleibt gleich. Also was passiert da mit dem Dreieck hier hinten? Was? Auch nach rechts verschoben. Okay, wer ist der Meinung, wenn ich jetzt hier die Geraden beide parallel nach rechts verschiebe? Ja? Wer ist der Meinung, dieses Dreieck wird nach rechts verschoben? Hände hoch. Wer ist der Meinung, das Dreieck wird nach links verschoben? Wer ist der Meinung, das Dreieck bleibt am Platz? Auch ein paar? Okay. Das Schöne ist, man kann es jetzt ausprobieren, ne? Jetzt halten Sie sich fest, jetzt kommt ein bisschen Magie. Okay? Aufgepasst, ich verschiebe den Punkt A. Ist doch komisch, oder? Hä? Ist kein Trick dabei, ne? Sie haben ja gesehen, wie ich es konstruiert habe. Ich habe jetzt hier verschiebt den Punkt A und das Dreieck da rechts bleibt ein Platz. Woran liegt das? Ja? Ja? Ja. Sehr schön, genau. Ja. F' ist jetzt näher an der Spiegelachse zu F, aber weiter weg an der Spiegelachse hier, an dieser Spiegelachse. Na? Wenn ich das jetzt hierhin verschiebe, dann entfernt es sich von dieser Spiegelachse, rutscht aber näher an diese heran. Und im Ergebnis scheint das gar nichts zu ändern. So. Das kann man sich auch folgendermaßen klar machen. Ich konstruiere mal eine Strecke zwischen diesem Punkt und diesem Punkt. Ich ändere mal die Farbe. Die machen wir mal hier rot. So. Jetzt konstruiere ich noch den Schnittpunkt zwischen dieser Geraden und der hier, so, der Strecke. Okay. Was können Sie sagen über den Abstand von F zu G und von G zu F'? Was kann man sagen von F, Abstand F zu G und G zu F'? Was kann man über die Abstände sagen? Ja? Immer gleich groß. Ne? Ist ja klar, ist ja eine Achsenspiegelung, haben wir so konstruiert. So. Jetzt nehmen wir mal die Strecke zwischen diesen beiden Punkten. Die machen wir jetzt mal blau. So. Okay. Was können wir sagen von den Abständen von F' zu H und H zu F2'? Ja? Immer gleich groß, ne? Weil das ja hier eine Achsenspiegelung ist. Okay. So. Und jetzt schauen Sie sich mal Folgendes an. Sehen Sie da, oder können Sie mir sagen, wenn ich jetzt nicht gespiegelt hätte, wie weit ich das Dreieck 1 verschieben muss, um auf dem Dreieck 3 zu landen? Können wir uns irgendwie konstruieren, wie groß dieser Abstand von F zu F2' ist? Wie groß ist der Abstand von F zu F2'? Ja? Sehr schön. Genau. So groß wie zweimal der Abstand der beiden parallelen Geraden.
Warum? Könntest du mal versuchen zu begründen? Ja, der Abstand von f zu g ist der gleiche wie von g zu f'. Ja. Genau. Das sind jeweils eine rote und eine blaue Linie. Ne? Der Abstand der beiden Geraden ist eine rote und eine blaue Strecke. So. Also die Längen der roten und der blauen Strecken zusammenaddiert ergeben den Abstand der beiden Spielgeraden. Und dann kommt nochmal die Länge einer roten, die Länge einer blauen Strecke dazu, um den Abstand von f zu f2' zu haben. Das heißt, ich brauche nur den Abstand der beiden parallelen Geraden mit 2 zu multiplizieren und weiß, wie weit die Verschiebung ist. Das heißt, die Verschiebung findet senkrecht zu den beiden Spiegelgeraden statt. Und zwar um einen Abstand letztlich, der doppelt so groß ist wie der Abstand der beiden Geraden. Egal, wo die Geraden liegen. Ja? Wenn ich die Geraden jetzt hier hinschiebe, dann ist es trotzdem eine Verschiebung senkrecht zu der Richtung der Geraden mit doppeltem Abstand der Geraden. Wenn ich Geraden hierhin verschiebe, ist es weiterhin eine Verschiebung um den doppelten Abstand der Geraden. Deswegen bleibt das rechte Dreieck am Platz. Es ist eine Verschiebung um den doppelten Abstand der Geraden in Richtung senkrecht auf die Geraden, egal wo die Geraden liegen. Das gleiche natürlich, wenn ich jetzt hier den Radius größer mache. Ne? Hier habe ich zweimal die rote Strecke, zweimal die blaue Strecke von f zu f2', und das ist jetzt nur ein Punkt, das gilt für jeden anderen Punkt auch. Ja? Dementsprechend es ist ganz egal, wie die Geraden liegen oder wo sie liegen. Wenn ich sie jetzt parallel zur Verschiebungsrichtung verschiebe, bleibt das Spiegeldreieck an seinem Platz. Nur das Zwischendreieck ändert sich.